Herzlich willkommen zurück zu Let's Play mit Lapis. Wir spielen Spirits of Mystery, Dunkler Fluch. Ich habe letztens im Kirchsing, es gibt sogar schon einen zweiten Teil. Ist ja kein Wunder, ich habe das Spiel jetzt schon ein Jahr rumliegen. Ich spiele es blind. In dieser Geschichte geht es darum, dass wir eine Prinzessin sind, deren Eltern und deren Schloss schon vor Jahrzehnten von einem, die Säule ist zu schwer, um sie zu bewegen, von einer bösen Hexe, vor ein paar Jährchen schon von einer bösen Hexe überfallen worden ist. Und wir sind jetzt hier und versuchen den Fluch zu brechen, den sie über das komplette Schloss gesprochen hat. Wir haben mittlerweile 3 Personen befreit, oder 2 Personen, ein Tier und 2 Gegenstände. Den Fluch kannst du dadurch brechen, dass du den Gegenstand vervollständigst. Wie bei der letzten Mal hatten wir ein Herd, da haben wir eine Herdplatte einfügen müssen. Oder ein Wimmelchen. Oder du gibst ihm etwas, was der Person wichtig war. Dem Vogel haben wir zum Beispiel einen Spiegel gegeben. Dem Wächter sein Medaillon und dem Kind, was wir unten im Keller gefunden haben, haben wir einen Kuchen gebracht. Von dem Kind haben wir erfahren, dass er weiß, wie man den Fluch brechen kann. Und zwar, der Fluch liegt auf dem Ring, den die Hexe trägt. Und nur eine Person kann ihn brechen. Was uns, also mich jetzt persönlich stutzig macht, sind die beiden Bilder. Also hier, das ist unsere Eule, die uns ständig begleitet. Weil die uns ständig einen Tipp gibt. Aber was mich noch sehr viel stutziger macht, ist dieses Bild. Weil wir waren ein Baby, als uns unser Kindermädchen gerettet hat. Wer zum Henker ist dieses Gör-Kind? Das ist Papi. Na ja gut, mach mal zuerst das Hümmelchen. Die blaue Rose. Ach. Gefärbt. Schlüssel. Einen Drachen. Papagei. Elefant. Horusauge. Fisch. Eidechse, gut, diese Eidechse. Zum letzten Drachen, dem vorletzten Drachen hätten wir diese Delfin im Ding. Man kann viel entdecken in so Wimmelbildspielen. Das finde ich echt ziemlich witzig. Aber meistens nicht das, was man gerade sucht. Das ist dieser verdammte Kackdrache. Wow, da ist der Drache. Das sind die verschiedenen Arten von Drachen, das ist der Wahnsinn. So, mal gucken, wo können wir es bewegen? Wo wird Mausi zur Hand? Die? Da. Huff, und die Federn sind weg. Ein Spiegel. Dieses Quer macht mich nervös, ganz ehrlich. Und eine Spinne. Spinnlein. Kennst du das Lied, wenn wir früher in der Schule lernen? Spinnen sitzen gerne in der Badewanne. Das war lustig. Ein Delfin haben wir. Sollte ich eigentlich nicht klicken, aber ich hab's doch mal. Das haben wir damals, da ist der Pfarrer weggegangen. Und da haben wir die ist gesungen. Es war so spontan. Vormittags kommt die Lehrerin rein. So Leute, heute Nacht ist die Verabschiedung vom Pfarrer. Ach, und wir müssen noch ein Lied üben. Ach. Ja, wenn wir das Little E kennen, nur 2 Little, die was wir sowieso schon auswendig kennen, singen müssen. Es war lustig. Es war, glaube ich, was kommt von draußen rein und die Spinnen.
Hey, wir haben einen der besten Auftritte, weil die anderen am Vormittag nur geübt und haben irgendwas Neues erklärt. Und wir sind da gestanden, ja, kümmern wir uns an Scheiß. Ich glaube, irgendein Gedicht haben wir auch nur aufgesagt. Es war ein Schal, es war ein Rotshaarlappen. Bäh. Ah, Mist, das Lied aus dem Kopf, das habe ich im Ohr. Ist der Apfel und ein Kaninchen. Ich mag Hasen. Okay, dann los. Wir dringen vor in Bereiche, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Ja schon, alle anderen, die das Wimmelbildspiel schon gespielt haben. Es ist die böse Königin, wohin ich auch gehe. Sie ist bereits da, worauf wartet sie? Mami. Happy oder andersrum. Die Spitzhacke fehlt den Griff. Wie der Knüppel da. Der Bärenschiffhuch hält die Königin gefangen. Ich muss den Baum brechen. Ihr Diadem fehlt. Aber ihr Diadem auf, gemeinsam. An der Kette befindet sich kein Medaillon. Also kommt, das Gehör sieht zum ersten Mal seit langem seine Eltern wieder. Was ist? Ach, da fehlt der Diadem. Hat ja doch irgendjemand den Schmuck geklaut. Also bitte. Also Mutter. Oder sowas. Wäre doch schon mal angebracht. Medaillon. Eine Halskette? Nein, 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 stopp, das war die Nadel. Spinne. Bäh, pfui, Kacki, weg. Ein Wimmel, ein Wimmel. Ganz super. Komm ich auf den Richter. Ein Mann. Da Vinci, oder? War es der Leonardo? Ja, ich glaube, es war der Leonardo da Vinci mit dem Mann. Oder Mann. War es jetzt? War es jetzt zwei? Schlecht. Nee, taub. Machen wir weiter. Machen wir die Tür wieder zu. Die Taube. Eine Feder. Ja, und nun ist wieder die Frage, was für eine Art Feder suchen wir? Eine Sprungfeder? Ach, das ist mit der Weste, die aus dem Tintenfass nehmen. Eine Ziege. Und er hört es halt. Oh. Eine Uhr. Wie viel geht ihr Papi befreit? Ihr seid doch echt sehr liebig und netten Zeitgenossen. Euli! Ja, was bringen Sie es, wenn du da rausfliegst, du Mist? Gefiedertes Arschloch. Achtung, die Schwester des Königs, Prinzessin Isolde, ist fort. Untertan
Untertanen, die bei ihrem Auffinden behilflich werden. Behilflich sind, werden mit Gold aus den königlichen Schatzkammern reich belohnt. Ja, okay. So wenigstens wer das Gör ist, aber. Das ist nicht unsere verschollene Schwester? Nein, das ist unsere verschollene Tante. Ja, aber erst wimmeln, bevor wir weiter erforschen. Eine Perlenkette. Man muss ja sagen, die Dunkelkönigin ist echt der Schlampen. Ja, also ihr könnt ja gerade den Sammelstück machen und die anderen sind ja alle Bernstein. Ich finde keine Perlenkette. Da ist sie. Eine Holzkelle. Eine Schnecke. Eine Muschel. Ein Elefant, den habe ich auch gerade gesehen. Eine Gitarre. Eine Kinderausführung. Eine Sonne. Hab Sonne im Herzen und Bratwurst im Bauch. Da kannst du gut mal, kannst du gut lachen und satt bist du auch. Nein. Es ging anders, glaube ich. Du hast die Sonne. Eine Nadel. Ja. Wir warten. Ihr habt das Geräusch jetzt wahrscheinlich auch gehört. Da haben wir jetzt gerade jemand angeskypt. Nein, das war Steam. Das Geräusch war Steam. Ein Löffel. Und ich weiß auch wer. Das war wahrscheinlich der liebe Element. Wenn er dieses Video sieht, hallo. Ich hab dich gehört. Ich spiele nur noch schnell weiter. Die 10 Minuten kann sich jetzt auch noch gedulden. Eine Holzkelle. Genau das, was ich brauche, wenn ich ein Schloss von einem Fluch befreien will. Schreibtisch ist mit einem seltsamen Schloss verriegelt. Einem Siegel mit einem Drachen. Eine Maske. Okay. Ah, machen wir richtig einfach. Bei dem Mobili über dem Bett fehlen drei Fische. Das ist unser Babybett, hä? Da fehlt auch was. Sieht aus wie ein Seepferdchen, ja, so wer was denkt. Nein, da wollte ich jetzt nicht nochmal hin. Meldefragment. Um den Tisch von dem Bernsteinfluch zu. Aha. Was fehlt da? Bestimmt keine Holzkelle. Ich bin hier reingelernt. Doch, das. Nein, 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 ich bin jetzt fertig. Meldefragment. Isolde, Mentalbuch. Heute hat mir mein Bruder ein Hündchen geschenkt. Ich habe ihn Bernie genannt. Ich freue mich so, ich werde ihm etwas Besonderes für das Fest schenken. Bernie kann jetzt apportieren, er mag seinen Ball so gerne.
Das Geschenk für meinen Bruder wird rechtzeitig fertig sein. Der Hofmaler hat mein Porträt als Miniatur vollendet. Der Juwelier hat versprochen, die Arbeit pünktlich zum Fest meines Bruders zu vollenden. Hoffentlich gefällt ihm das Medaillon. Ich hatte mal einen Traum, der so echt wirkte. Ich lief an der Bernsteinküste entlang und fand einen herrlichen Bernstein. Wenn die Sonne scheint, werde ich zum Strand gehen. Hoffentlich geht mein Traum in Erfüllung. Oh, meine Tante ist böse Hexe geworden, oder was? Vor allen Dingen habt ihr die riesen Fetzen gesehen. Aber ich hab noch nicht, warte mal. Okay. Ich habe noch keinen Code gefunden, wahrscheinlich, ne? Aber nur die Feder, das ist schon mal gut. Das kommt da hinten hin. Eule möchte ich, dass ich hier entlang gehe. Gemäldefragment. Jawohl. Drei Masken und eine habe ich, eine weiß ich, wo sie liegt. Ich habe eine Holzkelle. Was haben wir hier? Drehe die Scheibe, sodass sich die Weintraube oben und die Blume unten befindet. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe jetzt... Ist der Messer? Zuweisen. Schere. Eine Eichel. Eichel. Ja, Gott. Eichel. Mond.
Ei. Klee hätten wir auch. Magnetz, haben wir Spinnennetz, dann nehmen wir das. Das kann mir schon. Ja, das sind die tatsächlich noch. Danach muss ich jetzt schon die Aufnahme beenden, weil ja Kamille ist ein sicheres Zeichen dafür, was ich jetzt zu tun habe. Wenn ihr wissen wollt, was ich meine, fragt das Element mal nach Kamelen. Ihr werdet es zwar bereuen, ihr werdet es so bereuen, glaubt es mir. Aber wie das immer bei diesen Viechern dann. Mond. Wahrscheinlich irgendein Mondsichel. Da hinten. Durch, das interessiert mich jetzt noch. Bonnie, ein Bällchen haben wir gar nicht dabei. Ohne Walze klingt die Spieluhr nicht und die Glocken kann man ja nicht alle. Der Hund ist im Bärenstellfluch erstarrt. Oh Mann, du hast es echt nicht verdient, Bonnie. Aber, wo ist das? Nein, das ist nicht das Zimmer von dem Girl. Da ist es. Das bauen wir jetzt noch. Let's Puzzle mit mir. Vor allen Dingen habt ihr vorher gesehen, wie groß die Fetzen waren, die wir gefunden haben. Jetzt machen wir daraus ein Miniaturgemälde. Wir sind genial. Aber sowas von genial. Wir können ihn verkleinern. Wir sind auch eine Hexe. Schauen die für ein Fetzen an. Ach, die sitzt. Und da ist das Kleid rundum mich. Ui, Bonnie ist mit drauf.
Da, genau. Du gehst Doi. Auf diesem Bild sieht man Prinzessin Isolde und ihr Hündchen Barney. Ich muss das Fragment zusammenfügen und das Bild im Rahmen der Wand einsetzen. Ah, ich muss kleistern, sagt es doch gleich. Okay, und mit diesem Bild verabschieden wir uns aus der diesmaligen Folge von Let's Plays mit Lapis, Spirit of Mystery, Dunkler Fluch. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir weiterwimmeln. Also bis dann. Ciao, euer Lapis.